Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft. Genau. So, willkommen zurück bei unserem Flughafen. Teil 6 haben wir heute schon. Und heute fangen wir an, oder sag ich mal, ja, bauen wir ja das Terminal zum Flughafen. Und zwar ist das Terminal, was ihr hier vor uns seht, wir bauen es eigentlich nach aus der Spiele-App. Da ist ja zurzeit das Event Reiseziel und da gibt es halt zu unserem Flughafen, den wir ja schon jetzt anfangen zu bauen, auch ein Terminal, was man, sag ich mal, gewinnen kann da, wenn man da täglich die Aufgaben macht. Ich habe das jetzt auch bei der Spiele-App und von daher können wir es auch ordentlich nachbauen. Und ihr seht vor mir natürlich den Vorbau. Das ist jetzt nicht das Originalgebäude, was wir aus den gleichen Blöcken bauen werden. Das ist ja erstmal alles nur aus brennbarem Material, dass ich das später leicht abbauen kann. Ja, aber so sieht das Ganze schon mal aus in der Rohform. Und natürlich, wie das Ganze fertig aussieht, wollen wir noch später sehen. Aber heute fangen wir jedenfalls an. Und zwar entsteht dieses Gebäude hinter unserem Flughafen. Das ist ja unser Hauptgebäude. Und dahinter kommt ja dann das Terminal. So, ich würde mal sagen, wir fliegen zuerst an die Kiste ran und ich werde sie diesmal ein bisschen kaputt hauen. Glüpp, ist eigentlich relativ übersichtlich, was wir heute brauchen. Und zwar, ich würde einfach mal anfangen, ja, mit einem Geschwindigkeitstrank. So. Danach, was brauchen wir noch? Dunkler Prismarin. Ich glaube, das ist jetzt auch das erste Gebäude, wo wir diesen Block wirklich, ja, so verwenden, dass man den von draußen schon sieht. Also, wir finden irgendwann mal wirklich, ja, hier für jeden Block das passende Gebäude. So, danach brauchen wir noch Schwarzeichentreppe. Da könnt ihr auch, sag ich mal, das ist dann so eine Geschmackssache bei der Treppenfarbe, aber das seht ihr dann, ja, wenn wir es bauen, was ich dazu meine. Dennoch Steinziegelblock, davon die Treppe, wie die Stufe, darf nicht fehlen. Die brauchen wir. Denn Ton, ne, den kennen wir ja schon von unserem anderen Gebäude. Denn Stein brauchen wir, aber da könnte sich auch noch was verändern, aber das sehen wir in anderen Folgen. Und wie immer, türkises Glas oder verwendet, wie gesagt, Packeis. Das kommt drauf an, wie ihr jetzt vorne das gebaut habt. Ich würde sagen, macht das bitte aus den gleichen Glasblöcken, denn von daher, das ist ja, sag ich mal, wie so ein Set und sieht ein bisschen schöner aus, finde ich immer, wenn das alles ein bisschen so, ja, im gleichen Stil gehalten wird. Gut, ich würde mal sagen, wir fangen an und zwar mit dunkler Prismarin. Wir suchen uns erstmal irgendeine Ecke aus. Der Abstand jetzt von den Flugfeldern und so, das könnt ihr gerne selber entscheiden, denn es ist relativ unterschiedlich, wie man das gerne mal handhaben möchte. Denn ihr seht da hinten ja irgendwie solche Holzröhren oder sowas. Da fliegen dann später die Flugzeuge ran und kriegen dann das ganze Gepäck oder so. Das ist dann, wie gesagt, Geschmackssache auf eurem Flughafen, wie ihr das gerne hättet. Wollt ihr das gleich an der Startbahn haben oder wollt ihr das ein bisschen weiter weg haben? Da könnt ihr euch dann das ja selbst entscheiden. Ich baue es mir gerne dicht dran und von daher, ja, mache ich mir das so. Wir suchen jetzt irgendwo mal eine Stelle. Ich sage jetzt hier, fangen wir einfach mal an. Davon würde ich dann einfach, ja, gehen wir heute mal nach links. Und zwar ziehen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Blöcke haben wir jetzt erstmal gesetzt. Danach wechseln wir einfach mal zu unseren Schwarzeichentreppen. Da könnt ihr jetzt die Treppenfarbe auch natürlich noch ändern. Wie gesagt, das ist jetzt Geschmackssache. Da setzen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mal halt. Ich verwende jetzt die Schwarzeichentreppe. Denn, ich sag mal, hier kommen später Tore hin und die sind so mehr im dunklen Stil gehalten. Und ich finde einfach entweder das oder halt andere dunkle Treppen. Aber wie gesagt, das kommt dann später auf die Optik an, ne, was einem so besser gefällt. So, danach wechseln wir zu dunklen Prismarin. Den setzen wir gleich danach ran. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. 12 mal dunkler Prismarin. Danach wird wieder gewechselt zu unseren Schwarzeichentreppen und setzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wieder 8 mal Treppen. Danach wechseln wir wieder zu unseren Prismarin und setzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mal noch Prismarin. So, jetzt gehen wir das Ganze nochmal nach hinten. Und zwar setzen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Weitere nach hinten ran. Danach wechseln wir wieder zu unseren Treppen und zwar setzen jetzt einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 wieder hin. So, danach wechseln wir wieder zum Prismarin und setzen 2. Super. So, jetzt würde ich mal sagen, ziehen wir jetzt einfach mal in die Richtung. Und zwar jetzt so weit, wie wir angefangen haben. Das erspart uns eine Menge an Zählen. So, drauf achten, ne? Lupp. Ist es die gleiche Bahn, ne, wo wir angefangen haben, passt das, können wir das Ganze dann natürlich noch nach vorne verbinden und sind jetzt erstmal unten fertig. Super. So sieht das Ganze dann aus. Jetzt wechseln wir einfach mal geschwind zu unserem Ton und ich würde mal sagen, den setzen wir natürlich jetzt überall einmal rauf, außer, ihr seht, wo wir die Treppen haben, nicht. Wer möchte, kann sich, sag ich mal, machen wir das hier mal
ups, ein bisschen so, dass ich das schneller greifen kann. Kann natürlich gleich, wenn man rumgeht, nochmal die Treppen raufsetzen. Ja. So. Aber weil diese Technik sehr lange dauert und wir das Ganze natürlich nicht nur einmal höhlen wollen, sondern das Ganze, würde ich einfach mal sagen, auf eine Höhe von... warte mal, ich mache mir das einfach mal schnell hier. Mal sagen. Ja, wir machen das Ganze nochmal mit 5-mal Ton drauf. Und natürlich heißt das denn bei den Treppen natürlich nicht ganz mal 5-mal. Hier machen wir, würde ich mal sagen, ganze 4 Schichten weiter drauf. Dass wir insgesamt mal 5-mal Treppen hier haben, übereinander gestapelt. Und die letzte Schicht ist natürlich Ton. Also 4-mal Treppen und 5-mal Ton machen wir jetzt einfach mal rauf. Ich mache das jetzt einfach mal von Seite zu Seite. Ich glaube, das geht schneller, als wenn wir immer einmal rumziehen. Dann müssten wir auch immer das Blockmaterial wechseln. Das ist ja auch ein bisschen nervig, finde ich. So, Treppen, dann das Ganze natürlich nur 4-mal weiter höher ziehen, dass wir insgesamt 5 Treppen haben übereinander. Und die letzte Schicht, also die 5. Schicht nach unserem Prismarin, ist dann Ton. So, nun das Ganze auch nochmal auf 4 erhöhen, dass wir hier 5-mal Ton haben. So, das machen wir einfach jetzt zu Seite zu Seite. Denn unser Terminal, das will ja natürlich von allen Seiten natürlich hochgezogen werden. Nicht, dass auch irgendeiner sich an unser Gepäck macht. Wäre ja schlimm, wenn wir, sag ich mal, in den Flieger steigen, aber unser Gepäck ist gar nicht dabei, weil es abhanden gekommen ist, weil wir vergessen haben, eine Seite von unserem Terminal, wo natürlich unser ganzes Gepäck drin liegt, ja, weg ist, ne? So, das wollen wir natürlich nicht und ziehen das Ganze natürlich alles fleißig hoch. So, hier natürlich auch auf 5. Ja, gut, jetzt haben wir hier die lange Wand, die müssen wir natürlich auch alles auf 5 hochziehen. Wenn man nur in Minecraft noch Blöcke einfach kopieren könnte, ne? So zack, zack, ziehst du eine Bahn, kopierst das Ganze noch 4-mal und dann zack, hast die Wand fertig. Vielleicht kommt es ja noch. Mojang ist ja noch nicht fertig mit dem Spiel. Ich frage mich auch wieder, wann das nächste Update kommt. Denn ich könnte auch mal wieder ein paar neue Blöcke oder neue Mobs gebrauchen. Für gewisse Sachen vielleicht. So, noch einmal, dann sind wir hinten auch fertig. Dann fehlt uns nur noch eine Seite und dann geht es gleich weiter. So. Na, hier dann auch natürlich hochziehen. Oh, dann hier natürlich noch Ton. Super. So, dann sieht das Ganze natürlich erstmal wieder so aus. Und jetzt sehe ich gerade, ups, sie haben einen Fehler gemacht. Also wirklich aufpassen. Hier bei unseren Toren, letzte Schicht ist dann hier von unserer Höhe Ton. So, und jetzt noch vorab, das ist mir jetzt gerade eben wieder eingefallen. Baut dies jetzt nicht genau in eure Startbahn, denn es kommen ja noch so ein paar Rohre und die sind ja ein bisschen weiter vorne. Das heißt, würdet ihr das Ganze jetzt genau in eure Startbahn bauen, hättet ihr diese Rohre genau auf eurem Flugfeld. Jo, das wollen wir natürlich nicht. Von daher würde ich einfach mal sagen, Beispiel zum Abstand. Minimum zu eurer Startbahn, Flugfeld wäre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Also ich würde mal sagen, so 13, 14, 15 Blöcke Minimum Abstand, wenn ihr echt dicht dran bauen wollt. Ne? Einfach mal so ein bisschen Abstand halten, ansonsten wird das ein bisschen eng. Super, so, dann geht's weiter und zwar fliegen wir jetzt, also das ist jetzt hier unsere Vorderseite mit den 2 Toren, da fliegen wir jetzt auf die rechte Seite, da haben wir ja auch angefangen. Und da würde ich ganz einfach mal sagen, fangen wir einfach mal hier zu zählen. Na, wenn ich hier vorne jetzt, fangen wir einfach an zu zählen und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, richtig. Ab dem 11. gehen wir nach hinten und ziehen das Ganze einmal gerade, zack, zur anderen Seite. Ja. Wenn wir das Ganze haben, wer möchte, kann das jetzt schon machen. Ansonsten ist das eine Hausaufgabe. Und zwar führt ihr das Ganze aus, natürlich auch wieder mit Ton. Und zwar ein tiefer, als halt das Ganze hier ist. Füllen wir das Ganze hier aus. Aber ich glaube, das machen wir als Hausaufgabe, oder? So, ich mache hier noch einmal zu. Das heißt, hier diese Fläche denn komplett einmal ausfüllen mit Ton. Ne, diese Fläche einmal ausfüllen, das ist eine kleine Hausaufgabe. Super, wenn wir das Ganze haben, geht es weiter und zwar
mit dieser großen Fläche. Nein, die füllen wir jetzt nicht aus, sondern erhöhen die jetzt. Und zwar hatten wir uns ja jetzt hier das einmal so nach hinten gezogen, ne? Gleich daneben setzen wir erstmal einmal Ton. Und ich würde mal sagen, das Ganze ziehen wir einmal komplett ringsrum. Ja. Hier überall noch einmal komplett eine Schicht draufziehen, außer da, wo wir es, sage ich, jetzt mal noch so abgegrenzt haben, ne? Denn das wird jetzt das zweite Stockwerk, wo wir natürlich auch Fenster kriegen. Ja, wir können dann endlich rausgucken aus diesem Gebäude. Super. So, wenn wir das Ganze haben, würde ich mal sagen, fangen wir jetzt einfach mal hier vorne an der Ecke an. Und zwar setzen wir ein und ziehen jetzt einfach in die Richtung, also jetzt nach links noch 3 Blöcke, nach hinten auch nochmal 3. Super. Jetzt hier auf der hinteren Seite genau das gleiche Spiel. Hier setzen wir ein. Ziehen jetzt erstmal in die eine Richtung 3 und in die andere Richtung auch nochmal 3. So. So, ich würde mal sagen, das Ganze erstmal ziehen wir auf eine Höhe von 4, 5. Wir machen 5 Blöcke. 5 Blöcke hoch. Also ich mache jetzt einfach nochmal hier die eine Schicht, ziehe ich mir ein bisschen zu, damit das ein bisschen besser aussieht, als wenn wir hier so stehen. So, hier das Ganze auch. Ne, wir haben jetzt, sage ich mal, schon 2. Ne, also das heißt noch 3 weitere Schichten drauf, dass das Ganze natürlich auf 5 hoch ist. So. Super. So, dann haben wir das jetzt hier nochmal auf 5 hoch gemacht. Jetzt nehmen wir einfach mal schon unser türkises Glas. Jetzt können wir das Ganze hier einfach mal ausfüllen. Natürlich nicht bis oben hin am Rand. Nein, das Ganze machen wir nur auf eine Höhe von 3. Und die letzte Schicht nehmen wir einfach mal Ton. Super. Dann sieht das Ganze so aus. Jetzt fliegen wir einfach mal jetzt hier auf unsere Vorderseite hin. Da geht das ganze Spiel auch nochmal weiter. Und zwar setzen wir jetzt hier, würde ich mal sagen, 1 Zweier, 2 Zweier, 3 Zweier, 4 Zweier, 5 Zweier, 6 Zweier, 7 Zweier. So, 7 mal immer Zweier. Ich habe mir das irgendwie so gemerkt im Kopf. Das Ganze dann natürlich auf 3 hoch. Oh, letzte Schicht natürlich Ton. So, nachdem wir das Ganze hier gezogen haben, setzen wir noch 1, 2, 3 weitere Ton. Ziehen das Ganze auch wieder bis oben hin. Und danach nehmen wir wieder unser Glas und setzen jetzt 1 Zweier, 2 Zweier, 3 Zweier, 4 Zweier, 5 Zweier, 6 Zweier, 7 Zweier. So, das Ganze dann natürlich wieder auf 3 hochziehen. Super. Dann haben wir noch hier an der Seite 2 übrig. Da ziehen wir natürlich Ton lang. Letzte Schicht natürlich auch wieder Ton. Und fertig ist eigentlich unsere Frontseite. So, jetzt geht es hier zu dieser Seite. Und zwar setzen wir jetzt hier einfach an der Seite noch einen weiteren hin. Danach nehmen wir einfach mal, ja, ich würde mal sagen, dieses Glas ziehen das Ganze. Jetzt brauchen wir nichts sehen. Einfach rüber bis zur anderen Seite. Und lassen hier auf der Seite auch nochmal 2 übrig. Da setzen wir jeweils Ton hin. Danach können wir wieder eigentlich zu unserem Glas wechseln, das Ganze wieder zurückziehen und dann wieder auf die andere Seite zurück, dass wir das Ganze auf 3 haben. Jetzt wechseln wir wieder zu unserem beliebten Block Ton und ziehen dann natürlich noch die letzte Schicht mit Ton. Sehr schön. Super, wenn wir das Ganze haben, fliegen wir einfach jetzt hier auf die Rückseite. Rückseite dürft ihr euch gerne aussuchen, wie ihr euch da die Fenster macht. Ich mache mir das genauso wie vorne, denn Rückseite oder wie gesagt auch diese Seite könnt ihr auch gerne beliebig bauen, denn es wird nicht vorgegeben von der App, wie diese Seiten aussehen. Von daher gebe ich euch da freie Hand. So, ansonsten bauen wir das wie vorne. Das heißt, jetzt hier hinten machen wir einfach einen Zweier Abstand und setzen jetzt einfach einen 1 Zweier, 2 Zweier, 3 Zweier, 4 Zweier, 5 Zweier, 6 Zweier, 7 Zweier. So, das Ganze natürlich auf eine Höhe von 3 ziehen. So, zweite Schicht und natürlich die dritte Schicht. Dann wechseln wir wieder einmal zu unserem beliebten Block Ton, setzen danach dann nochmal 3-mal weitere Ton an. Letzte Schicht natürlich dann vom Glas auch nochmal Ton. Wenn wir das Ganze haben, bräuchten wir eigentlich jetzt hier nicht 10, das sollte eigentlich passen, aber wir sind ja ordentliche Bauer und zählen natürlich wie immer nach. Also 1 Zweier, 2 Zweier, 3 Zweier, 4 Zweier, 5 Zweier, 6 Zweier, 7 Zweier. Oh, passt perfekt. Von daher, wir haben uns nicht verbaut. Dann können wir das Ganze hier natürlich auf 3 hochziehen. Und die letzte Schicht machen wir wie immer mit Ton. Sehr schön. So, wenn das Ganze aussieht,
So halt. nehmen wir. Muss mal kurz. Weiß ich gar nicht. Muss ich kurz mal überlegen. Ah nee, ja. Gut, jetzt weiß ich wieder Bescheid. Und zwar machen wir jetzt einfach mal, ne, nachdem wir, sag ich mal, hier eine Tonschicht haben über unseren Fenstern, machen wir eine Tonschicht noch rauf. Und zwar, die einmal ein bisschen so übersteht. Ne, das Ganze ziehen wir auch nochmal einmal komplett ringsrum. Dadurch kriegt unser Gebäude wieder ein bisschen Farbe, ne? Weil man kann wie immer in Minecraft mit Schatten arbeiten. Dann wirkt unser ganzes Gebäude nicht so hell. So. Sehr schön. Dann sieht das Ganze so aus. Und was machen wir nun? Nun machen wir was ganz Schönes. Und zwar füllen wir jetzt diese ganze Fläche aus. Das Ganze hier einmal bitte ausfüllen. Ja, die füllen wir jetzt aus. Aber bis zur nächsten Folge. So, das ist dann so eine kleine Hausaufgabe wieder. Also, diese Fläche ausfüllen, dann reicht das auch eigentlich wieder für die Folge. Obwohl. Nee, das machen wir in der nächsten Folge, denn nächste Folge haben wir wieder viel zu tun. Da machen wir dann, sag ich mal, noch den oberen Teil. Wie ein bisschen dekorieren noch das Gebäude. Und dann geht es auch schon bald los mit unseren Röhren. Und ja, so, dann würde ich mal sagen, stellen wir uns Safety hin und stehen Safety. Und dann war es das wieder von meiner Seite. Ich sag mal einfach, schaltet ein zur nächsten Folge und haut's rein und ja, tschüss.